Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paarberatungscoach, Psychologe, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, und heute auf FIFA und Wunsch geht es mal wieder um Julian Zietlow. Sicherlich finde ich schon interessant, auch für unsere Thematik hier, sich das mal anzugucken. Letzten Tage, der neue, passt eigentlich sehr gut dazu, der neue Drama-Fastenkur, das wäre sicherlich was für Julian Zietlow, noch zum Frühbucherpreis. Dann geht es am 1.7. los und dann auch Selbstliebe-Challenge und auch die Manifestations-Challenge, sehr feine Sache. Ja, wer Julian Zietlow nicht kennt, ich kannte ihn vorher auch nicht, muss ich sagen, hat zusammen mit seiner Frau so ein typisches ja, Influencer-Leben geführt. Ja, viel, hat diese Familie, glaube ich, auch viel gezeigt und aber war eigentlich Fitness-Influencer und ja, hat eine eigene Firma gehabt dann auch und war wohl extrem erfolgreich, bis er dann quasi ausgebrochen ist und ja, so, wenn man sagen, Midlife-Crisis hat, also auf jeden Fall wirkt das für mich wie so eine total Midlife-Crisis auf Drogen im wahrsten Sinne des Wortes und ja, also ist mal alle Klischees hier bedient, hat nach Thailand gehen, in irgendeine Sekte, wo es nur um Higher Excitement geht, Spaß und da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, diesen Bashar-Kult, auch eine sehr spannende, höchst spannende Geschichte, finde ich, aber gut, das wäre ein anderes Video. Und auch alles dokumentiert auf Instagram rauf und runter mit seiner russischen Freundin, mit der er eine offene Beziehung hat, alles sehr sexuell, explizit, Drogenkonsum wird verherrlicht und ja, und also wie wir Menschen leider so sind, ich finde es ja eigentlich, ich finde es eigentlich persönlich mal ein bisschen schade, aber das ist natürlich genau der Content, der irrsinnig viel Aufmerksamkeit zieht. Also mit dem normalen Leben kannst du dann niemanden vom Stuhl ziehen. Das muss ja alle, aber also er liefert natürlich diese ganze Drama-Geschichte. Ja. Und er sagt da jetzt so einige Sachen. Er hat gestern 27 Stories gemacht und ein paar davon wollen wir uns mal angucken, weil das, glaube ich, tatsächlich interessant ist. Also er kann tierisch gut reden, finde ich, sage ich ganz ehrlich. Und er sagt auch viele Sachen, die richtig sind, ne? Und also eine Familie kann ja auch ein Gefängnis sein und Midlife Crisis kann ein wichtiger Prozess sein und ja, auch, dass man ja, sich aus Konventionen befreien sollte, ob das jetzt so sein muss, wie er das macht, naja, kommen wir gleich mal zu. Also viele Sachen, also er ist wirklich ein guter Redner, sollte wirklich Redner werden oder so. Und natürlich ist auch dieser hemmungslos ausgelebte Hedonismus. Ich glaube, es bedient auch viel Fantasien von Menschen, die dann sagen, oh, das hätte ich auch gerne, wir sind auch gerne in Thailand rumhängen und auf irgendwelchen Sex- und Drogenpartys abhängen und alles hinter mir lassen und ich scheiße auf alles. Nur für die meisten Menschen ist es eben nicht möglich oder gut, man kann natürlich alles möglich machen, ne? Sage ich auch immer, du kannst ja alles manifestieren, beziehungsweise ist es auch nicht stimmig so, ne? Und weil es hat natürlich alles, hat ja schon mal im letzten Jahr gesagt, alles ein Preis, wenn du deine Dopaminrezeptoren da oben total ausballerst, ja, dann hat das irgendwann einen Preis und ich bin da überhaupt kein Freund von. Ich bin auch, ich persönlich, also bin wirklich ein Freund von spirituellen Erfahrungen, aber ich finde nicht, dass man, also meine Meinung ist nicht, aber mir fehlt ja leider auch persönliche Erfahrung, vielleicht ist ja was ganz Tolles, ich weiß es nicht, aber dass man dafür, ja, synthetische Dinge zu sich nehmen sollte oder auch nicht synthetisch, also irgendwelche Psychedelika, also ist nicht so meine Meinung, aber wie gesagt, mir fehlt da auch die Erfahrung, die ich auch gar nicht machen will. Also ich habe schon spirituelle Erfahrungen gehabt, völlig ohne Drogen und ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Und ich glaube auch, dass es ein Irrweg sein könnte, aber ich weiß da zu wenig drüber. Ja, gut. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal ein paar Storys an. Jetzt treten natürlich mit seinem Lifestyle treten natürlich alle Arten von Problemen auf und ich finde, man kriegt so ein Gefühl dafür,
Ja, wir gehen mal in die einzelnen Storys rein. Ich will mal vorab sagen, also ich will ja gar nicht irgendjemand verurteilen und vor allen Dingen muss man, glaube ich, immer, da fallen jetzt gleich auch wieder Begriffe wie toxische Beziehungen und so, man muss immer höchst vorsichtig sein, wenn Leute öffentlich anderer einer toxischen Beziehung bezichtigen und Narzissmus und ich weiß nicht was. Es ist auch häufig andersrum, ne? Also Narzissmus sagt er jetzt ja gar nicht, aber also muss man wirklich sehr vorsichtig sein, gerade wenn das so rausgeballert wird. Und man muss ja auch sagen, dass die Frau, glaube ich, bisher sehr besonnen agiert hat. Ich meine, was, wenn man sich auch vorstellt, dass der Ex-Mann da durch Instagram vögelt und Drogen nimmt und sie beschimpft, und das ist auch schon echt eine harte Nummer, muss ich sagen. Da muss man auch erstmal die Nerven behalten. Aber gut, ich meine, das muss man mal wieder sagen. Du darfst dein Leben auf Null stellen. Du darfst, das ist ja die Fantasie von vielen, ne? Nach Thailand. Also ich meine, ich finde Thailand furchtbar, aber egal. Kannst nach Thailand gehen und ja, Drogenparty, Sex, kannst du alles haben, ne? Gab es früher auch schon hier mit Osho und was weiß ich. Also kannst du alles machen, nur es hat Konsequenzen, muss man sich, aber wir können mit unserem Leben machen, was wir wollen. Man darf sich nur nicht wundern, wenn es Konsequenzen gibt, so, ne? Aber kannst du alles machen und ich finde auch, darf man jetzt nicht dahergehen und sagen, wie kannst du nur, ja, natürlich kann er das, ne? Natürlich kann er das, er macht ja auch, ja, ob er jetzt nichts Verbotenes macht, weiß ich nicht, aber ja, du kannst dein Leben so gestalten, auch mit verbotenen Dingen, so, ne? Wie gesagt, man muss immer nur die Konsequenzen tragen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass das, also für mich ist das wirklich so ein, habe ja letztes Mal auch schon gesagt, so ein Feier des Egos und also so unspirituell, wie es nur sein kann. Aber das ist nur, aber naja. Genau, also ich habe mir jetzt mal so ein paar Storys rausgezogen und glaube davor sagte halt noch, dass es, ja, dass er seine Ehe jetzt, die langjährige, die waren ja auch ewig zusammen, glaube ich, ganz jung zusammengekommen, dass er die als toxische Beziehung empfunden hat. Das finde ich schon schwierig, weil natürlich ist eine Ehe, also er sagt dann halt, ja, das ist, hätte sich da super eingeschränkt gefühlt, wäre ständig kritisiert worden. Ja, das wissen wir ja, also kleine kritisierende Frau ist nicht toll. Und Ehen können super schwierig sein, Kinder großziehen kann total schwierig sein, man hat keinen Bock haben, da total auszubrechen und so. Und sich eingeschränkt fühlen, aber ob das jetzt, ob dann so toxisch das richtige Wort dafür ist, weiß ich nicht, sag ich ganz ehrlich so. Gut, dann gucken wir uns das erste Mal an. Und einige von euch haben es begriffen. Andere judgen das Fremdgehen. Ich wollte gute Momente in meinem Leben haben. Irgendwelche. Ja, dann geh doch. Ja, das sagt man zu jedem. Geh doch einfach. Versteht ihr? Ich wollte eben nicht das, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Scheidung und so weiter und so weiter. Da wollte ich es zwanghaft zusammenhalten und habe die Fehler immer bei mir gesucht. Hab gesagt, mein Vater ist ein Stück Scheiße, die ist schlecht, die waren schlecht, ich will es anders machen. Und dann habe ich mich tatsächlich ins Unglück getrieben. Und das wird der ein oder andere von euch kennen. Dieses geh doch einfach geht nicht so einfach, weil du die Fehler immer bei dir suchst. Weil die andere Person so viel Power hat, dir das so oft einredet, dass du scheiße bist, egal wie sehr du dich aufopferst, dass du es irgendwann selber auch glaubst. Hier bin ich. Ja, also das ist schon echt, für mich ist das wirklich ein echter, das ist wirklich ein Alltime-Klassiker. Und beim ersten Durchhören, also mir ging es so, wie ich das erste Mal gehört habe, ja, das ist interessant. Also, ja, verstehe ich, ne? Und er wusste nicht, also die Ehe war langweilig, aufgeben wollte das aber auch nicht. Und ja, und dann geht man eben mal fremd, aber beim zweiten und dritten Mal durchhören, es ist wirklich, finde ich, höchst problematisch. Und das ist genau das, was alle Leute, die irgendwie illoyal sind, fremdgehen, Dreiecke konstruieren, das ist genau, was dann immer kommt. Ich hatte ein Recht drauf und ich glaube, das ist ein bisschen übersteuert hier. Ich hatte ein Recht drauf und ja, ich durfte das, weil ja alles so beschissen ist. Nee, hat er verdammt nochmal nicht und natürlich hätte er gehen können. Das ist doch, also er sagte mal einen so von, wir befreien uns von Konventionen. Wie kann man dann sagen, ich konnte nicht gehen? Natürlich konntest du gehen. Du konntest deiner Frau sagen,
Ich will jetzt alle andere Frauen durchnehmen und du reißt mich nicht mehr. Wieso kann man das nicht sagen, wenn man doch so erleuchtet und selbstbestimmt ist? Weiß ich nicht. Ne? Also das, und das ist genau das, was immer kommt. Ich hatte ein Recht drauf. Ne? Meine Frau ist so böse, mein Mann ist so böse. Und das ist also für mich so eine Art. Also wenn er das zu seiner Frau so sagen würde, hätte es was von Gaslighting, weil das ist, oder was heißt Gaslighting? Ich will diese Begriffe eigentlich auch gar nicht. Nee, also wenn er das so zu seiner Frau sagen würde, ja, es ist also so eine Verdrehung von Sachen und im Grunde genommen wird der Frau die Schuld zugeschoben und natürlich hätte er gehen können. So, er ist einfach fucking fremdgegangen und er ist einfach fucking illoyal gewesen. Fertig. Ne? Und das ist menschlich. Wir haben auch diese Fremdgeh-Sexualstrategie als Menschen. Das ist menschlich. Aber man muss es nicht noch schön reden, ne? Also gar nicht. Den Rat, den ich mir geben würde, wäre, hör auf dich zu judgen. Für nichts. Du willst wundervolle Momente in deinem Leben haben und schaffst es nicht, dich hier oder da zu lösen. So what? Judge dich nicht für geile Momente, egal was die Gesellschaft sagt. Das ist die erste Sache, die ich in Pangan mir selber gechannelt habe, ist, du darfst dich nicht judgen. Ich bin nach Pangan und alle waren gegen mich. Und ich habe es nur überstanden dort, weil ich mir immer wieder gesagt habe, du machst nichts falsch. Du schützt dein inneres Kind. Du machst etwas für dich, Julian. Das erste Mal seit 20 Jahren. Hör auf, dich zu judgen. Und egal, wer von außen kam, ob es Freunde, Bekannte, Familie, sonst wer war, halt die Fresse. Du machst was für dich, Julia. Du liebst dich. Ja, also ich meine, ich finde ihn wirklich auch höchst interessant und irgendwie auch sympathisch, aber trotzdem, weil dieser, wenn man sich das öfter anhört, könnte man echt auf dem Bildschirm sich übergeben, weil wieder, das ist wieder mehr vom Gleichen. Und ich meine, klar, also er sagt viele Dinge, die sind auch irgendwo richtig. Also in letzter Konsequenz solltest du dich wertschätzen, egal was du machst, wo du bist. Aber es. Trotzdem, ich meine, früher oder später müssen wir uns mal selbst reflektieren und ob das jetzt so schlauste Sache ist, die wir gemacht haben. Und was er jetzt hier wieder macht, ist, das ist auch dieser Bashar-Kult. Ich finde es wirklich hoch, habe das auch schon zufällig öfter mal verfolgt früher. Hochinteressant, wirklich, müsst ihr mal eingeben. Aber bei Google auf jeden Fall sagt offensichtlich, sagen die da ja sozusagen, du sollst immer so deinem höchsten Spaß nachgeben, was für mich hemmungsloser Hedonismus ist, was sowieso für mich ein Symptom dieser spätkapitalistischen, spätrömischen, dekadenten Zeit ist, in der wir leben. Trotzdem hat er natürlich nicht ganz Unrecht, ne? Ich finde auch, man Hedonismus ist jetzt nichts Falsches per se, nur sollte halt ein bisschen, muss das abwägen, sollte ein bisschen verantwortungsvoll sein. Und natürlich offensichtlich hat er seine Bedürfnisse zu lange unterdrückt und jetzt fliegt es raus wie ein Vulkan. Das ist ja so eine typische Midlife-Crisis. Und aber jetzt, so wie er das jetzt hier sagt, ist es wieder so, egal was für einen Scheiß gebaut habe, egal wie sehr ich meine Frau betrogen habe, wie ich drecksilloyal war und was weiß ich, na, ich judge dich da nicht für, weil du gehst ja nur deinem Spaß nach, ne? Okay, also wenn gleiches Recht für, also erstmal, wenn dann gleiches Recht für alles und seine Frau das auch machen darf, das ist jetzt offensichtlich, haben die jetzt eine offene Beziehung, dann ist das ja schon mal fein, ne? Also gleiches Recht für alle, wenn man sich das, nur er hat seine Frau ja nicht darüber informiert, dass er jetzt dieses Leben lebt und ja, also insofern ist da wohl ein bisschen, ja, also es ist trotzdem, also wie gesagt, gleiches Recht für alle, aber seine Frau wusste es ja gar nicht, nehme ich jetzt mal von aus. Und das ist wieder so eine Selbstrechtfertigung von, ja, kann ich auch sagen, ich hatte halt kein Geld, da musste ich halt eine Bank ausrauben. Ja, das war mein höchstes Excitement, ne? Kann man machen, wie gesagt, man muss nur immer Konsequenzen tragen und man sollte nicht meinen, dass es so eine überlegene, das tut er ja auch immer so, als wenn er so eine überlegene, dass es so eine überlegene Haltung wäre. Und naja, weiß nicht. Weiß nicht. Was ist mit deiner Freundin, die ihr Kind in Russland lässt? Leute, es ist eine andere Kultur.
Da lässt man sein Kind ab und zu ein paar Wochen bei der Tante oder bei der Oma oder sonst irgendwo. Das ist ganz normal da. Und warum schnallst du dein Kind nicht an und fährst ohne Helm? Das ist ganz normal in Thailand. Wollt ihr allen Leuten und Frauen und Kindern das Kind wegnehmen? Und warum schnallst du dein Kind nicht an in Dubai? Ja, was meint ihr, was die andere Person macht, die komplett in Dubai war? Da gibt es nämlich keine Kindersitze. Es ist ganz normal da. Nur weil ihr in Deutschland eine andere Scheiße gewohnt seid, ihr Helikopterkacker, ja, und eure scheiß Schulranzen für 500 Euro kauft, wegen der scheiß Schulpflicht. Unter den Kommentaren, wenn man sein Kind länger als 2 Tage weg hat aus der Schule. Und was ist mit Schulpflicht? Ich bin so, love is always the answer, ja. Und zwar zu sich selbst und zu euch. Versteht ihr? Das heißt, ich will euch aufrütteln. Wie kann man so eine Kacke schreiben? Wie kann man so eine Kacke schreiben? Ihr habt so viel Potenzial, so viel Kreativität und ihr werft es einfach weg. Ja, auch das rollen sich mir die Fußnägel auf. Also er findet das jetzt höchste Liebe, sein Kind nicht anzuschnallen. Ich meine, es wird auch Anschnallgurte geben in Dubai. Keinen Helm aufzusetzen. Also das findet er jetzt die höchste Liebe. Also sorry, da frage ich mich echt, was geht in dem vor? Wirklich, das ist auch in Thailand gibt es Helme. Ich würde nicht ohne Helm Motorrad fahren. Also auch nicht in Thailand. Gerade in Thailand nicht. Warum sollte man es tun? Also so. Und das jetzt darzustellen als, ja, da kannst du auch sagen, ich bin so frei und spring von einer Klippe runter. So, ne? Ja, ich scheiße auf die Schwerkraft. Ne? Ist mir doch scheißegal. Schwerkraft, verpiss dich. Ja, das kannst du sagen. Nur es wird solche Sachen haben Konsequenzen. Und wenn sein Kind wirklich mal, also wird jetzt sicherlich nichts passieren, aber nehmen wir mal, es würde was passieren, weiß nicht, sieht man es ja immer noch so locker und sagt sich, ja, es war halt mein höchstes Excitement, meine Kinder ohne Helm. Boah, ja, also und dann, ja, ich bin jetzt hier nochmal aus dem Schneideraum, habe jetzt da einen Fehler gemacht, also sie hat ihr Kind scheinbar unangeschnallt und ohne Helm in Thailand fahren lassen, nicht er, aber gut, trotzdem, seine Kinder waren natürlich gar nicht in Thailand, aber trotzdem, ja, diese Haltung dazu, das ist alles nur die Matrix, die Helme will und Gurte, also die Haltung ist natürlich trotzdem die gleiche, aber also sie hat ihr Kind da so nicht gesichert. Haben wir ja noch, auch jetzt hier, sie lässt, ich weiß nicht, wie alt ihr Kind ist, lässt es in Russland zurück, damit sie Vögeln und Drogen nehmen kann in Thailand. Muss man das jetzt? Also kann sie alles machen, nur ich finde, dann sollte man einfach sagen, ja, ich bin jetzt hier drecks egoistisch, darf man auch mal sein, ne? Und das ist mir halt wichtiger so, ne? Ist mir wichtiger als mein Kind und muss man dazu stehen, aber ich finde es zu sagen, das ist wieder das Gleiche von den Storys vorher, das ist alles normal und ja. Ist schon krass, aber kommt erstmal so überzeugend daher, ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber so, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt. Leute, ich hoffe, ich tue hier auch was für alle anderen Eltern, denen einfach so die Kinder entzogen werden und damit erpresst werden. Ich habe vorhin eine Story gemacht über meine Gefühle, es hatte nichts mit den Kindern zu tun. Jetzt wird mir das Umgangsrecht quasi einfach so entzogen von ihr, ohne dass irgendwelche Beschlüsse sind. Einfach so, obwohl keine Gefahr für irgendwas herrscht. Meine Schlüssel werden hier deaktiviert, ich bin vor meinem Haus, ich komme nicht rein und klärt es über die Anwälte. Ohne Recht, ohne irgendetwas. Das heißt, ich muss jetzt zu Anwälten laufen, das dauert so und so lange. Meine Tochter weiß nicht, dass heute abgesagt wurde, weil von ihr das Ego gekratzt ist oder irgendwas. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass meine Tochter denkt, dass ich nicht da bin, dass ich sie nicht sehen will. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt. Ja, also das muss man dazu natürlich auch sagen, dass seine neue Freundin auch dem Vater den Kontakt zum Kind verweigert, weil er angeblich nicht zahlt. Das ist diese Doppelmoral, kenne ich immer. Also das ist für mich immer das Allerschlimmste. Das ist ja so eine Drecks-Doppelmoral. Sorry, ey, das ist. Aber gut, ich gebe ihm natürlich recht, also absolut recht und das ist, glaube ich, ein Alltag von vielen Männern, dass sie dass es Konflikte gibt und dann werden die Kinder entzogen. Das ist natürlich oft eine Waffe von vielen Frauen, also finde ich auch höchst sehr schlecht und
wirklich Höchstmaße nicht in Ordnung so. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, also er hat ja gerade, ich meine, das ist jetzt gerade passiert zwischen diesen Storys scheinbar und ja, also sozusagen, er bringt seine Kinder nicht in Gefahr. Ich meine, also da ist eine Mutter, die sieht, dass da jemand scheinbar nicht so ganz bei sich nimmt, Drogen nimmt vor und zurück, Kinder nicht anschnallt, keinen Helm aufsetzt. Ich meine, gut, das ist jetzt ja scheinbar hier in Deutschland. Also finde ich, also ich finde auch schwierig, ich finde es echt schwierig. Also das, da musste man andere Lösungen finden, dass man irgendwie begleitet einen Umgang oder so. Aber nochmal, warum muss er das alles hier rauströten? Ne? Das ist ja, es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, also es gibt ja 2000 Kommentare drunter, das ist eigentlich total interessant, dass man dann erst so einer Selbstliebe ist, wenn man das nicht alles rauströten muss. Ne? Das finde ich auch. Also warum muss er das rauströten? Warum kann er da nicht einfach die Fresse halten? Und warum muss das auch der ganzen Welt gezeigt werden? Warum kann er nicht irgendwie dieses Leben leben? Und warum muss man noch dieses Öl ins Feuer schütten, dass er das alles hier auf Instagram geteilt wird, so, ne? Und das, was ich meine, das, sowas führt zu Konsequenzen, so, ne? Ja. Und meine Berater sagen mir, schreib nichts, was gegen dich verwendet werden kann. Mach nichts, was gegen dich verwendet werden kann. Ich will so nicht leben. Ich habe so gelebt, 18 Jahre. In diesem Scheißkalkül, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht mehr. Ich will meine Kinder sehen. Ich musste weg. Sonst wäre ich gestorben. Ich lag auf dem Boden hier in dem scheiß Zimmer. Jeden Tag, ich war so müde, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und haben mich gelöst von dieser scheiß Gewalt, von dieser scheiß Familie. Und sind nicht meine Kinder gemeint, sondern ihre Familie. Und sie. Dieser Zwang, dieser Leistungsdruck, dieses ständige Kritisieren. Warum ich so lange geblieben bin, weiß ich doch nicht, weil ich zusammenhalten wollte. Lilly will mich öfter sehen, sie blüht so auf bei mir in einer geilen Energie, weil ich sie es endlich geben kann, weil ich mir alles gebe. Lilly. Ja, also so sieht Drama aus. Drama, 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 Drama. Auch, ich meine, seine Freundin da ist ja auch aufgespritzte Lippen, da hat sich die Titties neu machen lassen. Das ist natürlich alles Selbstliebe und hat gar nichts mit irgendwelchen Konventionen zu tun, nein. Aber gut, ja, das ist auch wieder, warum kann er nicht das abendwegen alles machen und einfach seine Fresse halten, aus taktischen Gründen, um sich die Sache nicht noch schwerer zu machen. Nein, es muss alles rausposaunen. Und das ist für mich Zeichen von Ego, dass man alles, ich meine, ich könnte auch viel mehr Story, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich besser bin, aber er stellt sich ja so als so der Superman da, so, aber ich könnte auch 1000 mehr Sachen aus meinem Leben teilen. Das wäre aber vielleicht nicht schlau, so, ne? Oder das ist vielleicht auch, ja, das ist vielleicht keine gute Idee, so. Und ja, das ist einfach, da ist das Ego, es muss halt alles, muss und alles muss rauspusten, alles muss gezeigt werden, guck mal, wie toll ich bin, und das ist auch so ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen kindisch manchmal, so, dass, guck mal, die Welt muss das sehen und guck mal, was ich hier Tolles mache und meine tolle Freundin und wie frei ich bin und ja, und anstatt, dass man da mal, was ist, glaube ich, wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht gut, wenn die Kinder entzogen werden, aber anstatt, dass man da mal taktisch schlau rangeht und was seine Berater ja auch sagen, einfach mal die Fresse hält und nicht noch Öl ins Feuer schüttet, muss alles. Ich habe ein Recht drauf. Ich habe ein Recht. Ich habe das jahrelang, ich habe ein Recht drauf. Ich habe ein Recht drauf, Ja, meinetwegen kann er machen, ist nicht verboten. Mein Gott, dann schluckt die fucking Konsequenzen. Und da hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es eben Highest Excitement von deiner Frau, dich jetzt nicht in die Wohnung reinzulassen. Ja, das ist immer das Problem, das Verstehen. Ich verstehe auch diese ganze Lehre da in dieser Sekte nicht, weil, ja, also du kannst ja dann Highest Excitement machen, aber wenn das, ja, wenn das andere das auch machen, dann leben wir halt in einer komplett egozentrischen Welt, wo du ständig, ja, auch, sozusagen, das heißt, wenn ich jetzt das highest excitement ist, ich raub jetzt dein Haus aus irgendwie vom Nachbarn, dann muss er eben auch damit klarkommen. So, ne? Also da sind wir letztlich in so einer gesetzlosen, völlig hedonistischen Welt. Also das funktioniert halt nur,
so lange wie, weiß ich nicht, wie man in so einem künstlichen Raum ist da irgendwie, ne? Und wie gesagt, da kann das jeder, wenn er jetzt ein paar Drogen nehmen will und alles. Aber es beeinträchtigt halt andere Menschen und dann wird es halt schwierig so, ne? Ich weiß auch nicht, das ist... Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja. Warum kann man das so einfach machen? Warum kann man einfach was über jemanden behaupten? Und nur weil er dich nicht rechtfertigt, ist er dieses und jenes? Ich habe mich die ganze Social Media Zeit lang gerechtfertigt, immer wieder unter jedem scheiß Kommentar. Nur weil ich keinen Bock mehr darauf hatte? Deshalb bin ich das alles, was alle sagen, oder was? Ich bin der erste Mensch, der keine Maske hat im scheiß Social Media und ihr kommt damit nicht klar. Ihr rennt zum Jugendamt, sagt, weiß ich nicht was, ich soll meine Kinder nicht sehen. Ach, dann geht's Lilly besser, ja? Oder Liv, denen geht's dann besser. Lilly ist mein Seelenpartner, die liebt mich über alles. Wir haben so eine geile Zeit mittlerweile. Sie sagt hier, als wir uns getroffen haben, you are different, Daddy. You are so calm. Die hat überhaupt nicht das Gefühl, dass ich sie in irgendeiner Art verlasse. Das sind alles diese scheiß Energien von ihrem scheiß Ego. Ja, also wo bei mir immer, also wirklich bei allem Verständnis und wie gesagt, erlebt da bestimmt gerade so ein Leben, was viele lustig finden würden, aber er stellt sich schon auch über alle Menschen so, ne? Also er ist jetzt der Geilste, er ist erleuchtet und ja, und warum geht das in diesem Land? Wie gesagt, er schüttet ja ständig Öl ins Feuer irgendwie und ja, und keine Ahnung, so ist das eben. Da malen halt irgendwelche Gerichtsmühlen jetzt und ist, glaube ich, auch heute nicht mehr so, dass es immer alles gegen Väter ist. Das kann man jetzt auch nicht sagen vor Gericht, also wirklich nicht. Und dieses Land hat ihm auch ermöglicht, dass er eine Menge Geld verdient hat und von diesem Geld kann er sich jetzt diesen ganzen Scheiß leisten, so. Also, muss man auch mal sagen, ne? Ja, das blende ich hier nochmal ein jetzt. Also, das ist wieder so ein, weiß nicht, so ein Gaslighting, finde ich. Dass, ja, es ist, alle nehmen Drogen. Alle nehmen Drogen. Ist doch völlig normal, ne? Ja. Was haben wir hier? Ich bin der Einzige, der sich nicht, wieder, ich bin der einzig Tolle. Wer sagt denn, dass es nicht auch eine Maske ist? Ja, das ist so eine Ego-Maske. Wer sagt das denn? Du kannst dir da nie sicher sein, ne? Ich bin real, alle anderen sind dumm. Das ist schon, kann ich schon immer nicht hören, so. Ja, und Pilze sind Drogen. Also, macht ja gute, viele Gründe gegeben, die zu nehmen. Wie gesagt, ich war höchst skeptisch, aber gut, es gibt ja, also, gibt ja jetzt auch immer mehr. Also, ich habe gelesen, dass MDMA wird vielleicht jetzt bald zugelassen für die Behandlung von Traumata und auch Pilze, Mikrodosing wird getestet und was weiß ich. Also, das sind sicherlich starke Sachen, aber das jetzt so zu normalisieren, ja. Und es geht rein um ihr Ego, ja, es mag ja sein, aber erst, also wenn er nicht im Ego ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ja, aber trotzdem, dass er jetzt sagt, hey, ich brech aus, ich will nicht da beim Psychiater hocken und Antidepressiva nehmen, ich lebe mein Leben. Wie gesagt, das kann man alles, nur muss man das rauskotzen auf Social Media jeden Tag. Ich meine, es amüsiert damit natürlich eine Menge Leute und das ist das, Leute wollen ja nicht von gesunden Beziehungen, was das, wollen die ja nichts hören, das ist ja immer Drama sein. Und ja, das kann ich schon verstehen. Wie gesagt, muss man das aber alles so rausposaunen? Muss man ständig Öl ins Feuer schütten? Ja, das ist eben auch, also wenn man da schon so spirituell rangeht, dann ist es eben auch, dass so wer Wind sät, wird Sturm ernten, so ein bisschen, ne? Aber gut, trotzdem natürlich höchst amüsant, dass was er da so macht. Und wir gehen nochmal einmal in die Kommentare rein, genau. Ja, schreibt zum Beispiel jemand, das ist halt genau das Ding am Elternsein, gesellschaftliche Regeln, die man nervig findet, hin oder her, Kinder brauchen ihre Eltern. Dann, wenn sie brauchen, nicht, wenn es die Eltern gerade genug excited, genau. Ja, jetzt nicht und jetzt brauche ich 5 Wochen Auszeit, ich komme dann wieder, wenn es mir passt. Ja, sehe ich das, ja, kann ich total verstehen. Oder nur kurz zum Verständnis, du warst gerade monatelang unter deine Kids in Thailand, du bist gerade aus Russland zurück, wo du nach eigener Aussage noch länger geblieben wärst.
Und deine Freundin nicht hätte mitkommen können. Jetzt ist deine Frau einen Abend verhindert und du drehst direkt durch wie ein kleiner Bockjunge. Merkst du es eigentlich noch? Ja. Die Mutter deiner Kinder jetzt öffentlich schlecht zu machen, das ist auch nicht der richtige Weg. Ja, das sehe ich ganz genau. Das ist wirklich nicht, also es ist nicht, vielleicht ist das ein heißes Excitement, aber es ist nicht der höchst schwingende Weg, da bin ich mir ganz sicher. So, ja. Und so weiter. Also wirklich auch die Kommentare sehr interessant. Oder hier Alina ist, glaube ich, seine Ex-Frau, folgt ihrem heiß Excitement. Da kann man nichts machen und nicht judgen. Sie macht sich sicherlich nicht an deine Gefühle jetzt zu beurteilen. Und wieso Rücksicht nehmen? Da steckt doch jetzt das Wort Rück drin. Dabei ist sie im Hier und Jetzt. Jeder muss gucken, dass es ihm nur ihm gut geht. Wie sollen sonst die Kinder glücklich werden? Ja, das ist genau, was er gesagt hat. Ja, gut, aber trotzdem verstehe ich natürlich, dass für so eine Midlife-Crisis kann schon manchmal echt notwendig sein. Ich glaube, ich habe alles gesagt dazu. In diesem Sinne bin ich gespannt, was ihr sagt und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.